Hallo und herzlich willkommen zum Fuji X Stammtisch. Nein, Stammtisch heißt er nicht mehr, sondern zum Fuji X Live Talk am 18. August. Schön, dass ihr da seid. Ich gucke gerade mal auf meine Statistik. Kann ich das hier irgendwo sehen? Wir haben schon, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, 4 Likes gekriegt. Das finde ich natürlich ganz super. Ich muss gerade mal schauen, ob ich irgendwo sehe, wie viele Leute bei uns live rumlaufen. 32 Leute, okay. Dann würde ich sagen, kommt mal entspannt dran, nehmt euch ein Bier, sagt kurz Hallo im Chat. Ich hoffe, ihr seid eingeloggt bei YouTube im Chat, weil dann könnt ihr mit uns reden und uns Fragen stellen und Likes verteilen. Die fliegen bei mir hier gerade schön über den Bildschirm, das ist sehr motivierend für mich. Ja, wir haben interessantes Thema, wir haben einen interessanten Gast, wir haben einen Wiedergänger als Gast. Wir fangen jetzt quasi von vorne wieder an. Ich glaube, ich verrate es noch nicht. Steht zwar im Titel drin, steht zwar in Ankündigung drin, aber machen wir gleich. Ich habe natürlich mein Bier dabei, wie immer alkoholfreies Bier. Das war jetzt ungewollt laut. Gott sei Dank schäumt es nicht über. Das Bier steht schon ein bisschen im Kühlschrank. Ich hoffe, das ist noch gut. Sonst könnt ihr mir live hier mit einer Lebensmittelvergiftung zuschauen. Jetzt, man soll nicht gleichzeitig reden und einschenken, weil dann sieht das ein bisschen losermäßig aus, dass ich viel zu viel Schaum habe. Okay, dann habt ihr gleich viel Spaß, wenn ich einen Schaum-Schnurrbart kriege. Aber ich schweife ab. Worum geht's heute? Wir haben als Studiogast den Michael Damböck, der schon unser allererster Gast war. Ich hole ihn auch mal direkt rein. Hallo Michael. Ja, servus, guten Abend. Guten Abend. Ich bin neidisch, weil du ein Bier hast. Du hattest gerade noch, wir haben kurz vorher schon geredet und er hatte nur eine ganz schnöde Plastikflasche. Heute genau, das ist der Schwabe, tut mir leid. Das Klischee müssen wir gerade mal auspacken. Bevor wir ja zu sehr ins Plauschen kommen, das hat einen Grund, dass du da bist. Erstens natürlich, dich haben wir jetzt wieder rausgekramt nach 2 Jahren, glaube ich. Ist das 2 Jahre her, dass wir unseren ersten Live-Talk gemacht hast? Du warst tatsächlich unser erster Gast im Fuji X-Stammtisch. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal kurz reingeschaut, hatte kurze Eigenschämen-Attacke, weil ich glaube, wir haben uns doch technisch und moderatorenmäßig und lockerheitstechnisch sehr stark weiterentwickelt. Da können wir dann nochmal vergleichen, wie so vorher, nachher. Das wird dann vielleicht auch ganz dazu interessant. Genau. Ich schiele mal so rüber. Wir haben jetzt tatsächlich schon 60 User, die uns zuschauen. Ich würde sagen, darauf stoßen wir mal an, auch wenn es nur mit der schönen Plastikflasche ist. Ja, alleine trinken? Prost. Prost. Gutes, richtig spezielles, ganz, ganz tolles, normales Wasser. Okay, Kranenburger, wie wir hier im Rheinland sagen. Aber tut gut trotzdem. Tut gut, ja. Bei uns, wie ist es bei euch? Bei uns ist es nicht mal ganz so heiß. War ein bisschen zu entspannt. Ja, hat sich ein bisschen entspannt, aber dafür war es heute auch echt zwischendurch ziemlich schwül. Also auch nicht so richtig, angenehm, aber kürz im Sommer ja alles auch dazu. Also ist mir alles lieber als frieren, muss ich echt sagen. Okay, darauf können wir uns einigen. Thema Klimawandel und Hitzewelle und so weiter. Lassen wir mal außen vor. Ich habe heute gerade in einem anderen Forum eine politische Diskussion zum Thema Energiesparen abgewürgt, weil das mir ein bisschen zu gefährlich ist. Ja, du lachst, das sind so Themen, da weiß man schon, die entgleisen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ich habe es gerade schon erwähnt. Auch ein paar, aber lass uns die nach der Sendung mal aus. Genau. ich habe gerade schon erwähnt, anderes Forum. Wir sind hier quasi der Online-Ableger, hätte ich mal gesagt, der Video-Ableger des Fuji X-Forums. Wer hier reinschneit und uns noch nicht kennt, uns super sympathisch und kompetent und überhaupt findet, der findet uns, also speziell mich als Moderator und die ganzen User, die auch im Chat gerade dabei sind, größtenteils im Fuji X-Forum. Wir sind die größte Community zum Thema Fuji X und GFX und freuen uns über neue Mitglieder und Leute, die neue Bilder beisteuern und vielleicht eine Meinung haben. Wenn ihr noch am Anfang steht, seid ihr auch sehr willkommen. Also das ist eine sehr offene Community, die sich sehr über neue Mitglieder freut. Gut, das war so ein bisschen die Vorrede. Wer sind wir? Mal kurz vorgestellt, fällt mir gerade ein. Wir plauschen schon so vertraut miteinander. Mein Name ist Andreas Jürgensen. Ich bin Moderator
unter anderem vom Fuji X Forum und der Gastgeber hier im Fuji X Talk. Und ja, Michael, stell du dich einmal kurz vor. Ja, heute mal ausnahmsweise nicht auf meinem eigenen Channel. Das habe ich auch im Newsletter nochmal ganz explizit erwähnen müssen. Aber trotzdem schön bei dir, auch auf deinem Channel ist schön gemütlich. Ich bin Fotograf aus Stuttgart. Ich bin Fujifilm X-Photographer. Bin da also auch, ich glaube, wenn man sich auf YouTube mit dem Thema Fuji beschäftigt, relativ schnell auch sichtbar. Ich gebe Workshops hier im Studio, in meinem Studio in Stuttgart und hatte jetzt halt wiederholt die Freude, für Fuji eine neue Kamera zu präsentieren, Werbematerial zu machen, ein besonderes Projekt umzusetzen. Und das ist ja heute auch unser Thema, ne? Spitzenüberleitung. Ich zeige mal ganz kurz, mir ist gerade aufgefallen, wir haben tatsächlich beide diese Kamera nicht da, deswegen müssen wir sie gerade mal im Bild zeigen. Es geht heute tatsächlich um die Fuji X-H2S. Die zeigen wir jetzt mal von allen Seiten. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Moment, doch. Von hinten und einmal im Profil. Die hat Fuji vor ein paar Monaten angekündigt. Ich glaube, im Juli ist sie dann tatsächlich auf den Markt gekommen. Und du hattest das Privileg, sie schon vorher zu haben. Und du hast die Werbekampagne fotografiert und gefilmt oder videografiert. Wie sagt man? Gefilmt. Gefilmt, genau. Du sagst in einem der Videos, sagst du auch, du bist ein Content Creator. Das ist natürlich gerade der moderne Begriff. Sagt man heute so, ne? Genau. Und das ist heute Abend unser Thema. Also A, die Kamera, die nochmal kurz vorzustellen. Die meisten kennen sie oder die ganzen Specs sind schon bekannt. Da gehen wir nicht so sehr drauf ein. Du erzählst uns aber, wie du mit der Kamera gearbeitet hast, wie das Video entstanden ist und auch so ein bisschen deine Einschätzung. Du kennst ja als Fuji X Photographer, muss man vielleicht kurz dazu sagen, du bist Markenbotschafter. Also wenn jemand sagt, Fuji X Photographer, unspektakulär. Also das ist sozusagen der offizielle Titel des Markenbotschafters bei Fujifilm. Mhm. Und du hast, wie gesagt, die Kampagne fotografiert und wir reden dann über deine Erfahrungen mit der Kamera, auch im Vergleich zu den anderen Kameras, die du ja auch schon intensiv benutzt hast. Ja, sehr gerne. Gut. Ja. So weit der Plan. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht um euch mal einen Eindruck zu kriegen, also wir haben noch in den 2 Minuten, bevor wir hier live gegangen sind, fragte Michael, hast du denn auch das Video da? Und ich, wäre eine gute Idee gewesen. Was wir da haben, ist zumindest mal ein kleiner Ausschnitt aus dem offiziellen Video, wo wir mal, da habe ich jetzt so die Action-Szene rausgenommen, weniger die langen Sprachstrecken, wo du das genau erklärst, das machst du ja persönlich gleich. Das ist das, oder das ist sozusagen die erste Action-Sequenz aus dem Video. Vielleicht kannst du schon mal so anhand der Bilder, das läuft jetzt in Schleife, also, vielleicht kannst du kurz erklären, wie du da so rangegangen bist. Oder vielleicht erstmal als allererstes, wie bist du überhaupt an diesen Auftrag rangekommen? An solche Aufträge. Das interessiert sicher viele. Ja. Wir haben ja schon über diese Story so ein bisschen geplauscht. Ne? Ja. Das sind Aufträge, ich denke halt einfach immer, haben wollen, tun die sicherlich viele und ich glaube nicht, dass, was soll man sagen, man ist ja selten der Einzige oder der Beste und ich fühle mich da einfach immer auch sehr, sehr glücklich und privilegiert, wie man sagt, ne, dass ich diese Jobs machen darf, dass ich da auch angefragt werde und so war es halt auch in diesem Fall, ne? Also konkret, Fuji ruft mich an und fragt, hey, hast du Zeit, hast du Lust? Und das Einzige, was man da sagt, ist natürlich, ja, logisch, habe ich. Mhm. Und wenn nicht, dann sorgt man dafür, dass man Zeit und Lust hat man sowieso. Also von daher muss man sich die Zeit irgendwie nehmen. Ja. Mhm. Insbesondere natürlich immer toll, weil du so eine Kamera dann früh bekommst und weil du einfach die Chance hast natürlich auch was Besonderes zu machen, ein Projekt, was dann auch Zeit beansprucht, auch wenn es am Ende vielleicht gar nicht so aussieht, da hat man dann doch einiges an Zeit reingesteckt, gar nicht mal so sehr nur in der eigentlichen Umsetzung, die geht sogar in Relation dann sogar relativ schnell, sondern vor allem halt in der Planung, Überlegung, was mache ich, mit wem mache ich es, wo mache ich das, das sind eigentlich die schwierigsten Sachen sogar. Und wie sah denn das Briefing aus? Wir gehen dann mal zu schnell vorbei.
Ja. Wie sah dann das Briefing aus? Kriegst du ein Briefing oder hast du irgendwelche NDAs unterschrieben, dass du die nicht nennen Ja. darfst? Was war denn so die Also Aufgabenstellung? die Aufgabenstellung war einfach das Thema Geschwindigkeit, natürlich zu zeigen, was die Kamera ausmacht, den schnellen Autofokus, die schnelle Bildfolge und natürlich aber auch die Videofunktion nochmal auch besonders hervorzuheben. Und das war quasi schon mehr oder weniger alles. Wir haben dann so natürlich auch gemeinsam uns ein bisschen an das Thema rangetastet und haben zuerst eigentlich mehr das Thema Skateboarding sogar ins Auge gefasst. Hab dann auch in der Richtung einiges recherchiert an Locations, an guten Skatern, die es in der Umgebung so gibt. Und habe da auch einige Gespräche gehabt mit Ja, Skatern. okay. Davon haben sich einige dann gar nicht mehr zurückgemeldet. Was ich auch nicht verstehe. Ja, so eigentlich eine coole Chance, eine coole Gelegenheit. Einige haben sich zurückgemeldet, da hatte ich dann Kontakt mit dem Manager. Manager, ja. Und der Manager meint dann so, ja, hast du schon mal Skateboarding fotografiert? Dann sage ich, nee, habe ich noch nicht. Ach so, ja, dann kannst du das ja gar nicht. Aber ich habe da einen Fotograf, der macht es dann. Dann saß ich so bei dem und habe gedacht, Junge, was redest okay. du da? Also, nee, ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Kann ich auch mal bei Gelegenheit vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ja, das hat dann unter anderem eben auch dazu geführt, dass wir das Thema gewechselt haben. Und parallel dazu habe ich dann hier ziemlich nah in der Umgebung diese Skate Bowl gefunden, also diesen Pool ohne Wasser, sage ich jetzt mal für alle, die da nicht so vom Fach sind. Und habe dann gedacht, wow, wie cool ist das denn? Und das hat dann auch zum Thema BMX geführt. Also eigentlich über einen Umweg, aber war dann eigentlich wirklich genau richtig so. Also die Location hat dann wirklich auch zu meinem Fotografiestil mega gut gepasst. Ja, weil es einfach, wenn man da schön minimalistisch fotografieren kann, viele klare Flächen hat, wenig Ablenkung und natürlich, weil man dort auch seine Ruhe hat, muss man auch sagen. Also das ist ja generell so, wenn man jetzt so Action-Sport fotografiert, macht man sich ja schnell unbeliebt, weil du wirst ja schnell auch verjagt, weil ja, Ja. hier nicht und Security und weiß der Wie Teufel kriegt man was. das hin? War das irgendwie ein abgetrenntes Gebiet? Aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Sonst so Skateboards oder so BMX-Boards, hätte man gedacht, da laufen jetzt irgendwie 30 Kiddies rum. Ja, wir hatten da Okay. durchaus das Problem, die Schwierigkeit, Problem gibt es ja nicht, die Schwierigkeit war, Herausforderung, Herausforderung, bitte. wir haben während den Ferien gedreht. Und ich war ja, bevor wir dann wirklich gedreht haben, bestimmt schon 10-mal dort. Und da waren dann immer wieder auch wirklich Horden von Kindern mit ihren Rollern. Und ich habe nur echt gebetet und habe gesagt, Leute, lasst uns an dem Drehtag bitte keine Kinder da haben oder nicht so viele. Und ja, meine Gebete wurden auf jeden Fall erhört, weil das wäre, ja, ich kann das dann nicht brauchen, wenn im Video Ja, andere klar. Leute noch drin rumhüpfen und die sind ja dann auch neugierig, die kommen ja dann ständig her und dann kann ich mal sehen und was macht ihr da Dann und brauchst du noch Model Releases, die du mit den Eltern absprechen auch noch, musst. ja, nee, nee. Ja, Also das war volles schon gut. Kino. Also da haben wir echt Glück gehabt. Aber es ist kein abgesperrter Bereich, ist öffentlich zugänglich. Also von daher, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Vielleicht zeigen wir mal ganz kurz ein paar Bilder, um so ein bisschen den. Jetzt sind wir natürlich ganz am Ende. Macht aber nichts, aber da kriegt man einen super Überblick, wie das Ganze aussieht. Ja, Ja. das ist ja schon. So, hier das letzte Bild. Das habe ich mir als allerletztes aufgespart, aber ich Das versuche jetzt ein bisschen die Pointe. kann man auch nachher nochmal zum Quatschen dazu nehmen. Ne? Aber da siehst du halt sehr gut, wie es da aussieht. Was natürlich im Video und auch jetzt bei dem Bild nicht wirklich rüberkommt, ist, wie tief das ist. Ja, also wenn du da reingehst, da waren auch so ein paar Jugendliche drin, die sind nicht mehr rausgekommen. Ja? Also die mussten sich dann da zu dritt wieder irgendwie einen rausziehen. Und ich habe die ersten Male auch überlegt, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt da runtergehe, komme ich da wieder raus? Ja, insbesondere wenn du noch eine Kamera in der Hand hast, ist es echt nicht ganz ohne. Aber man lernt dann wirklich mit viel Anlauf da zu rennen und Ja. dann schafft man es auch. Das sind jetzt vielleicht so Bilder, wo man so gerade durch die Relation zum BMXer irgendwie Genau, mal genau. sieht, wie hoch das ist und wie steil das auch ist. Also, Ganz genau. Da siehst du ja nicht mal den Boden in dem Bild. ja.
Ja, und da kriegst du schon ein Gefühl dafür, wie tief oder wie hoch, je nachdem, von welcher Richtung du sehen willst, das Ganze ist. Und einige Szenen habe ich dann auch noch auf einer Leiter gedreht und fotografiert, und da fühlt sich das dann noch deutlich höher an, und da kriegst du dann echt auch teilweise ja schon Respekt vor der Geschichte. Insbesondere aber auch natürlich, wenn der Marvin hier an dir vorbeibrettert und du stehst da halt quasi ja mittendrin. Ja. Da mussten wir uns auch immer wirklich gut absprechen, wer wo steht und wer wo fährt vor allem. Ja. Ja, sieht spannend aus. Ich würde sagen, wir gucken gleich weiter. Gleich. So, jetzt. Wir gucken gleich noch mehr Bilder, bevor wir jetzt zu viel von unserem tollen Bildmaterial verballern. Vielleicht nochmal, du musstest ja gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, du musstest Bilder abliefern und ein Video. Wie bist du das angegangen? Hast du das mal parallel gemacht oder? Sogar zwei Videos waren ja auch Ja. geplant und haben wir dann auch geschafft. Tatsächlich ist es nicht ganz einfach. Ja? Also die Hauptschwierigkeit ist ja auf jeden Fall mal darin, sich selber zu filmen. Und dafür haben wir den Maurice dabei gehabt. Da habe ich meinen Newsletter bemüht und habe mal einfach rumgefragt unter meinen ganzen Groupies. Abonnenten, Fans, Groupies. Kursbesuchern, YouTube-Zuschauer etc. Einfach mal rumgefragt, hey, Ja. wer hat Zeit und Bock? Ja. Konnte natürlich auch nicht viel verraten, aber mal so ein bisschen was gesagt. Und Ja. ja, dann haben wir uns dann für den Maurice, Entschuldigung, Marvin hier, ja genau, da sieht man es sehr schön. Also in der Mitte der Marvin auf dem BMX und links der Maurice, der hat das Ganze dann auch mit begleitet. Der hat mir geholfen, vor allem dann eben die B-Roll, also das Material, auf dem ich zu sehen bin, ist zu einem sehr, sehr großen Teil von ihm. Ja. Teilweise auch statisch auf dem Stativ. Teilweise habe ich es dann auch nochmal mit dem Gimbal für die gesprochenen Sequenzen gemacht. Den habe ich dann auf Verfolgen gestellt, sodass ich da unten rumlaufen konnte und die Kamera mir folgt. Kreative Ich gucke gerade Lösung. mal, ob wir den Gimbal auch nochmal haben. Ich meine, Der davon ist hat noch ein irgendwo mit Bild. dabei, ja. Da sieht man schön unseren ganzen Scheiß, den wir dabei hatten. Schön Da sieht man verteilt. Gimbal. Genau hier, Gimbal. Wobei das nicht die Ausstattung ist, die dann zum Nachverfolgen ich genutzt habe, sondern da kommt dann noch eine iPhone-Halterung obendrauf und dann kannst du mit der App eine Verfolgung einleiten. Also das ist ziemlich cool. Dann hast du Bewegung im Bild, ohne dass jetzt jemand die Kamera bedienen muss. Ja. Okay. Aber ja, so funktioniert das. Also du brauchst natürlich Leute, die dir da helfen, weil alleine kannst du das nur bedingt machen. Was aber sehr gut geht, ist Umschalten von Foto auf Video und wieder zurück. Das habe ich auch wirklich intensiv genutzt und das brauche ich auch regelmäßig, Ja. diesen Switch. Nicht nur bei dem Projekt, sondern generell, weil ja auch jetzt zum Beispiel den USA Roadtrip, da habe ich ja auch gefilmt und fotografiert parallel. Und das ist einfach hilfreich, wenn das jetzt wie an der H2S eben auf diesen Custom-Rad drauflegt, und dann gibt es halt einen Modus, der halt eine schnelle Bildserie fotografiert. Dann gibt es einen, der 4K 60 filmt. Und dann habe ich Ja. noch einen dritten Modus gemacht, in dem dann halt Slow-Mo drin ist, also mit 120 Frames pro Sekunde. Und dann ist es halt total easy, weil du einfach schnell von C1 auf Ja. C2 gehst und dann weißt du einfach, alle Genau, ich muss mal Settings kurz sind gucken. da. Ich glaube, hier auf diesem Bild sieht man das auf der linken Seite oben. Da muss man vielleicht auch ein bisschen so Kontext geben für Leute, die jetzt nicht so ganz tief drin sind im Fuji X-Thema. Das ist durchaus ein Glaubenskrieg. Oder Glaubenskrieg ist vielleicht eine Nummer zu groß, aber schon ein Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Fuji hat ja lange Zeit immer getrennt, Blendenrad und ja, Blendenrad vorne am Objektiv, oben das Seitenrad. Aus diesen Kombinationen konnte man halt so Programmautomatik, manuell und so weiter ableiten. Das ist jetzt auf dieses Modusrad gewandert und das führt im Forum bei uns zum Beispiel, falls ich es noch nicht eingeblendet habe, im Fuji X Forum, führt das zu sehr erbitterten Diskussionen, weil einige sagen, damit kann ich überhaupt nicht und das war für mich genau der Kern von Fuji X, dass ich das eben getrennt machen konnte. Andere sagen, super Taco und genau mit dem Argument, was du gerade anführst, nämlich, dass man verschiedene Modi sehr schnell zugreifen kann. Du, das ist echt schwierig, und ich bin auch zwiegespalten, und ich fand es am Anfang auch echt richtig
schlimm eigentlich. Ja, ich gucke die Kamera an und denke mir, hey, was habt ihr gemacht? Ja, das Ding ist halt, du musst halt wirklich unterscheiden. Und ich glaube, die meisten fotografieren und können das vielleicht deswegen gar nicht so wertschätzen, weil wenn du halt fotografierst und filmst, dann hast du halt wirklich sehr unterschiedliche Settings. Nicht zwangsläufig, aber es ist durchaus normal und realistisch, dass man unterschiedliche Settings hat, insbesondere halt was den Modus angeht, weil du halt beim Filmen dann manuell bist und eine bestimmte Belichtungszeit für die einzelnen Frames haben willst, die in einem ganz anderen Bereich liegt als das, was du für Fotos haben willst. Ja. Und wenn ich halt jetzt ausschließlich fotografieren würde, dann würde ich definitiv auch eine Kamera bevorzugen, die das halt so, ich nenne es mal Fuji-klassisch abbildet mit Zeitblende, ISO-Rad und Belichtungskorrekturrad. Wenn du es aber halt anders machst, wenn du halt einfach hybrid unterwegs bist und mal Foto und mal Video machst und das womöglich halt auch ständig umstellst, ja, dann ist es einfach extrem unpraktisch in der Realität. Ja. Und so ist es halt hier auch. Ja. Der Marvin fährt und dann kommt er halt einmal an dir vorbeigezogen, du machst eine Videosequenz, dann rufst du ihm hinterher und sagst, hey, fahr gleich die zweite Runde nochmal, stell's einfach kurz um und hast halt einfach beide Content-Arten in einem Aufwasch halt schnell erledigt. Ja. Und das, das kannst du nicht machen, wenn du alles umstellen musst, da wirst du einfach bescheuert, weil dabei machst du dann halt auch Fehler. Ja. Okay. Also ich habe es wirklich zu schätzen gelernt, muss ich echt sagen, auch wenn ich wirklich da sehr kritisch dem gegenüberstand. Ja, das ist natürlich fantastisch für mich als harmoniesüchtigen Mensch und Moderator, dass ich da mal jemanden habe, wenn es so aufeinander knallt, der wirklich sagt so, ja, beide Seelen meiner Brust und beides hat seine Vorteile. Ja. Und schön, dass du das jetzt genauso erklären konntest, für welche Fälle, auch jetzt für deine fotografische und videografische Arbeit, das jetzt gerade relevant ist. Ja. Ich muss mal gerade einen ganz kurzen Exkurs machen. Hier läuft nämlich im Chat schon eine große Diskussion, ob man jetzt schon liken darf. Und Guido sagt ganz streng, die Likes gibt man nachher und nicht vorab. Das wird dann nachher gerne vergessen. Insofern, Guido, du kannst gerne nachträglich liken, aber wenn es hier jemanden gibt, der jetzt schon gut findet, was wir hier machen und speziell für bestimmte Statements von Michael gerne ein Like geben, macht einfach. Kurze Werbeeinblendung, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, gerne mit der Glocke, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn wir neue Dinge machen. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz einen Exkurs machen. Wir haben nämlich eine relativ große Pause gehabt mit den Live-Talks. Das letzte war, glaube ich, mit dem Bertram Solcher. Danach haben wir dann ein aufgezeichnetes Video gemacht mit dem Torben Hondong, was übrigens super toll angekommen ist. Sehr viele tolle Kommentare, sehr viele Views. Da schneiden jetzt gerade hier die Likes rein. Danke. Wir machen auf jeden Fall in einer schnelleren Taktung weiter. Ich sage immer, es lohnt sich bis zu Ende dran zu bleiben. Wer sich das als Aufzeichnung anschaut, kann natürlich nach vorne spulen. Es geht weiter und zwar auch demnächst. Das war heute auch im Newsletter drin. Mehr kommt am Ende des Videos. So, jetzt zurück weiter zum Projekt und zu der Kamera. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Lass uns mal ein bisschen so die Dinge abarbeiten, die an der XH2S, du hast es schon gesagt, das Thema ist Performance oder Geschwindigkeit, was so für dich relevant ist. Du hast gerade schon gesagt, so Sehenbildgeschwindigkeit. Ja. So gerade Vergleich, du hast glaube ich auch die XH1 bei dir im Portfolio, in einem Kamera-Setup. Wie hat sich das entwickelt oder was sind da so jetzt die Vorteile von der XH2S? Kannst du eigentlich gar nicht vergleichen. Also allein, wenn man mal, müsste mit nachschauen, wie viele Jahre da dazwischen liegen, da hat sich ja wirklich sehr, sehr, sehr viel getan. Also die Kamera ist um Klassen schneller. Das am beeindruckendsten ist es für mich beim Autofokus gewesen. Also ich stand dem ja auch sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich meine, ja, ich weiß, dass das Ding schneller ist und wahrscheinlich auch die schnellste Fuji im Moment sein wird, ja. Das dachte ich mir schon. Aber wie schnell ist er denn wirklich? Dafür musste ich dann auf jeden Fall auch vorab Tests machen, um mal den Autofokus überhaupt mal beurteilen zu können, damit ich weiß, ob wir dann am Drehtag was wir machen können und was wir vielleicht lieber sein lassen, ja, weil es ist dann ja auch blöd, wenn ich dann erst beim Durchschauen vom Material
dann sehe, okay, das war alles nix. Jetzt müssen alle nochmal einen Tag extra antanzen. Das kann es ja auch nicht bringen. Ja? Also haben wir das vorab wirklich intensiv getestet. Alles auf Autofokus. Kontinuierlicher Autofokus für Foto und für Video. Also jetzt keine Tricks mit irgendwie Vorfokussieren oder große Tiefenschärfe, alles mit ND-Filter, damit wir relativ offenblendig arbeiten können, alles auf Autofokus und Continuous Autofokus. Und das ist mal, um die Unterschiede mal herauszuarbeiten, das ist einfach was ich mit keiner anderen Kamera jetzt überhaupt mal nur versuchen würde, ja, oder jemand empfehlen würde auszuprobieren. Ich wollte es aber ausprobieren und war extrem schockiert eigentlich, wie gut das funktioniert. Ne? Ja. Also auf technischer Seite ist ja so, dass der Sensor ja 120 Mal pro Sekunde ausgelesen werden kann. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass du halt, wenn du mit 40 Bildern pro Sekunde fotografierst, wie viele Frames die Kamera und der Prozessor zur Verfügung hat, um nachzufokussieren, das ist schon brutal. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Und das richtig Coole dabei ist, du kannst ja auch noch eine Gesichtserkennung oder halt auch die neue Objekterkennung halt auch noch dazu nutzen. Das heißt, quasi idiotensicher, ja. Also draufhalten und bleibt scharf. Ja. Was hast du da jetzt aktiviert? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da den richtigen Schnipsel rausgesucht habe. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was die XH2S jetzt da gerade macht, wenn das hier in Schleife läuft. Also wenn ich das hier richtig im Kopf habe und auch jetzt richtig interpretiere, ist das hier eine Kombination aus der Objekterkennung und der Gesichtserkennung. Ja. Weil du siehst ja am Anfang, wenn er jetzt gleich von links anfängt, da siehst du einen Rahmen um ihn komplett rum und der geht dann rüber auf den Kopf. Also die sind auch kombinierbar. Also wenn man diese Objekterkennung aktiviert, dann ist das so, dass die Objekte präferiert werden, die du im Menü auswählst. Ja. Aber er geht dann trotzdem auch, wenn er keins findet, dann wieder hier auf den Kopf. Also ich hab das ein bisschen durcheinander benutzt, beides, weil wenn du natürlich jetzt einen extrem weitwinkligen Schuss machst, wo der Kopf und das Gesicht halt vielleicht extrem klein wird, dann hast du bessere Ergebnisse, wenn du da jetzt die Objekterkennung machst, weil so ein Fahrrad halt einfach dann trotzdem besser erkennbar ist als jetzt nur der Kopf oder ein Auge in dem Zusammenhang. Ja, aber das habe ich eigentlich durchweg angehabt. Also ich habe nie mit einem Fokuspunkt jetzt da selber auf den Marvin drauf oder so eigentlich immer. Hab mir die Arbeit leicht gemacht, also nicht in allem, aber ich habe dann auch die Kamera das tun lassen, was sie gut kann. Ja. Das hat sie einfach wirklich abgeliefert. Also ich kann es nicht sagen, also ich war selber schockiert, dass da so wenig Ausschuss war. Ich super wenig, was ich nicht verwenden konnte. Also egal auch, ob du jetzt Standard 4K 60 machst oder ob du Slow-Mo machst, das hat in beiden Bereichen mega funktioniert, bei Foto natürlich auch. Ja. Slow-Mo zeigen wir gleich noch, da gibt es auch sehr schöne Bilder. Wir haben erstmal ganz vielen Dank an die User, die hier im Chat einige Fragen stellen. It's me, Alex, fragt, sprichst du jetzt nur im Vergleich zu anderen Fujicams oder auch im Vergleich zu anderen Herstellern? Ich weiß nicht, wie breit du da testest, ob du da auch andere mal so links und rechts über den Tellerrand schaust. Also ich nutze natürlich in meinem Alltag Fuji-Kameras. Wenn ich mal eine Kamera von einem anderen Hersteller in die Hand bekomme, dann ist es bei einem Workshop, wenn jemand was anderes dabei hat. Die kenne ich auch alle, die kann ich auch alle bedienen und erklären. Aber ich bin nicht wirklich up to date, wie gut, wie schnell jetzt die Canon irgendwas im Vergleich zu H2S ist. Kann ich so jetzt keinen direkten Vergleich ziehen. Allerdings habe ich auf YouTube einige Vergleiche gesehen, auch mit der R5 zum Beispiel. Und da war das Fazit, dass die R5 deutlich schlechter performt. Ich habe diesen Bezug nicht, aber ich habe das da in einem Video gesehen und da hat man das eigentlich sehr schön gesehen. Ja. Also auch die Gesichtserkennung hat bei Fuji da wesentlich besser funktioniert. Also auch wenn das Gesicht wesentlich kleiner ist, hat es
die Fuji das noch aufgepickt gegenüber der Canon. Das ist jetzt mal, was mir konkret dazu in Erinnerung kommt. Das ist jetzt ein bisschen Hearsay, aber vielleicht ist eine Tendenz, vielleicht mit dem Hinweis, guckt selber bei YouTube, da gibt es einiges. Oder vielleicht so der allgemeine Tipp generell, mal Kameras selber in die Hand nehmen oder versuchen auszuleihen, zu vergleichen, weil das sollte man immer tun. Also auf jeden Fall, nehmt das Zeug selber in die Hand, guckt, ob es euch liegt. Ja, das kann ja auch was Untechnisches sein. Ja. Nur jetzt irgendwas nehmen, weil das, nicht nur jetzt für mich, sondern weil das irgendjemand gut findet, heißt nicht, dass es für jeden passen muss. Ja. Noch eine Frage von Doro Wiki. Auch interessant, mir würde aber der Vergleich zur X-T4 genügen. Hast du die X-T4 aktiv in Gebrauch? Nein, die habe ich nicht. Ich besitze auch keine X-T4. Aber auch da kriege ich immer wieder in die Hand und ich hatte sie ja auch für ein paar YouTube-Geschichten hier mal immer wieder da. Die Frage ist, die Frage ist nicht, ob die XH2S schneller ist in Bildserie und Autofokus. Ist sie auf jeden Fall. Aber die Frage ist, hast du die X-T4 schon ausgereizt? Okay. Weil auch die X-T4 ist eine schnelle Kamera. Und was wir hier jetzt natürlich auch gemacht haben bei dem Projekt, setzt natürlich auch extreme Anforderungen an das Autofokussystem. Mhm, Und ich denke, da muss man sich einfach fragen, hast du so anspruchsvolle Themen, die du mit dem Autofokus dann tracken willst oder brauchst du 40 Frames pro Sekunde? Aber hey, das sind Features, die halt die H2S auf jeden Fall abheben von der T4, ganz klar. Mhm, okay, gut. Gut, also das ist ja auch eine schöne differenzierte Antwort. Also das von den Specs ist sie auf jeden Fall schneller, die XH2S, als die XT4. Aber man muss halt schauen, vielleicht ging jetzt auch die Frage in Richtung, ich stehe jetzt vor der Kaufentscheidung, soll ich eine XT4 oder eine neue XH2S kaufen? Auch da würde ich sagen, am besten wirklich ausprobieren in einem Kontext, der typisch ist für die Fotografie. Also, da kommt wieder das Thema von vorher, auch Bedienkonzept. Das gewichtet einer vielleicht stärker und sagt, ich mag aber das Bedienkonzept von der XT4 einfach viel lieber als von der H2S. Ja. Und die T4 ist mir trotzdem ausreichend schnell, auch wenn die H2S deutlich schneller ist. Vielleicht hat da das Bedienkonzept mehr Priorität. Ja, deswegen also wirklich immer in die Hand nehmen, vom Endergebnis, also von der Auflösung, von der Bildqualität etc., wirst du es nicht merken. Ja, hier haben wir direkt auch eine Aussage aus erster Hand von Lumberjack 3008. Die XT4 ist bei Welten schlechter, hab beide. Okay, ein persönliches Urteil. By the schlechter, way, aber das ist trotzdem nicht schlecht. Ja, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, ich finde das sehr cool, wie viele Fragen ihr stellt, auch jetzt kommentiert. Macht gerne bitte weiter damit. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Qualität von unseren Live-Talks, dass wir so viele nette Gäste auch immer haben, die so kompetente Fragen stellen, dass das hier fast zu einem Gespräch mit ganz vielen Leuten wird und auch schon so, auch wenn wir nicht mal so heißen, zu einem bisschen Stammtischcharakter oder Live-Diskussions werden. Ich mache mal locker weiter mit den Fragen hier aus dem Chat. Christian fragt, wie ist denn die Griffigkeit im Gegensatz zur H1? Oder vielleicht dann auch im Vergleich zu den anderen Kameras, die du hast? Liegt super in der Hand. Also war ja auch immer ein Feature, was viele für die an der H1 ja auch hervorgehoben haben, dass sie einfach diesen markanten Griff hat. Ich meine, die H2S ist noch ein bisschen kantiger. Ich habe es jetzt tatsächlich versäumt, die irgendwie jetzt noch mal so nebeneinander zu halten. Aber die lag mir immer mega gut in der Hand. Und hat auch diese charakteristische Griffform. Und ich meine, sie war noch mal ein bisschen, vielleicht kannst du sie noch mal einblenden. Ich glaube, sie ist noch mal ein Tick kantiger. Hast du was von oben? Von oben ist das, glaube ich, genau das Einzige, was ich nicht habe. Ja, aber da sieht man es ja auch. Also, liegt, also vielleicht liegt am ehesten so in diesem Bild. Also Ja, doch, doch. Ist natürlich trotzdem anders. Ja, das Button-Layout hat sich ja verändert. Das Display ist anders, ja, der Mechanismus. Mhm. Und das merkst du natürlich schon. Also es ist nicht so, dass du die gleiche Kamera in der Hand hast. Die hat sich auf jeden Fall stark verändert.
Okay. Gut, wir können ja mal ein bisschen jetzt auch, Autofokus haben wir schon besprochen, auch gezeigt. Stichwort Serienbildgeschwindigkeit. Ein neues Feature ist ja auch kein Blackout. Also ich hätte jetzt ein bisschen, also ich habe jetzt noch nicht mit der Kamera aktiv gearbeitet. Das ist aber etwas, was so in den Specs kam, was auch oft genannt wird. Wie ist so deine Erfahrung? Erstmal zum Sucher allgemein und dann auch dieses Arbeiten gerade bei den schnellen Serienbildgeschwindigkeiten, die du genannt hast, ohne Blackout. Ist das für dich wirklich eine wichtige, ne, wichtiges neues Feature? Naja, man muss sich an das Blackout-freie Fotografieren gewöhnen, weil wenn du jetzt zum Beispiel noch das Auslösegeräusch ausmachst, ja, elektronischer Verschluss, ist natürlich wichtig, Okay. ja, den brauchst du dafür, aber wenn du jetzt noch das Auslösegeräusch ausmachst, dann merkst du gar nicht, dass du ein Bild gemacht hast. Und jetzt muss man sich ja halt doch mal überlegen, ja, mit diesen 40 Frames pro Sekunde, wenn du dir das mal vorstellst, du machst RAW und JPEG. Dann hast du so eine Sequenz wie jetzt hier, wo der Marvin einfach mal so quer durchs Bild fährt. Die geht dann über 2 bis 3 Sekunden. Dann hast du 120 Bilder geschossen. Die Kamera hat quasi keinen Muxer gemacht. Ja, dein Bild war nie weg. Du hast nichts gehört, aber du hast halt 120 Bilder geschossen. Ja, das ist halt schon echt verrückt. Und man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Und die ersten paar Male musste ich auch wirklich erst mal gucken, ist da jetzt wirklich was, weil so gefühlt ist halt nichts passiert, ja. Ja, Und das ist natürlich der das. Horror für einen Profifotografen. So, hey, es war eine tolle Hochzeit, es war ein toller Stunt mit ganz vielen Leuten und so weiter, dann sind keine Bilder da, Dann hast du nichts weil, drauf, ne? ja. Aber das muss man schon lernen und das gehört halt manchmal auch so ein bisschen dazu, dass du da halt dieses ja, mechanische Maschinengewehrgeräusch dazu hast, ja. Aber mit elektronischem Verschluss kannst du halt wirklich die 40 Frames pro Sekunde ohne Blackout haben und das ist schon cool, gerade wenn du halt wirklich Bewegungen mitziehen musst und das vielleicht auch noch nicht so gut kannst oder die Bewegung gar nicht so vorhersehbar ist. Ja, jetzt hier in der Bowl ist einfach klar, wo er lang fährt. Da guckst du dir das auch 2, 3 Mal an und dann weißt du auch, wie der fährt. Und man bespricht vorher, was wird jetzt passieren, wo fährst du lang. Aber wenn es halt eine unvorhersehbare Bewegung ist, wenn Kinder rumrennen oder Tiere oder so, dann ist es extrem hilfreich, wenn dein Bild halt nicht verschwindet. Ja. Okay. Ich habe hier eine Frage, die könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen. Hattest du Probleme mit der Hitze, gerade bei Videos? Weil ihr habt ja sehr intensiv, du hast auch gesagt, das war durchaus heiß, was ihr da an den Tagen. Wie hat sich da die Kamera geschlagen? Also wir erstmal, wir hatten alle Sonnenbrand, das mal vorweg, und zwar schon irgendwie so ab 13 Uhr. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir immer wieder mal Pausen machen müssen, insbesondere auch wegen der Kamera. Man muss sich vorstellen, die Kamera ist schwarz, es ist Sommer, da ist überall Beton, nicht nur unter dir, sondern halt auch noch links und rechts, ja. Es war einfach abnormal heiß, ja. Marvin, wenn du noch im Chat bist, kannst es vielleicht mal gerade kurz bestätigen. Also es Ach, war ist der wirklich. Marvel auch da, der Der BMXer? Marvin war gerade da, ja. Der BMXer ist da. Oder zumindest da gewesen, er ist bestimmt noch da. Es war abnormal Ich glaube. heiß. Die Kamera hat, ich kann dir die Zeit nicht mehr sagen, aber ich weiß noch, es kam irgendwann die Meldung, weil es war klar, dass sie kommen wird. Weil wir haben ja auch nicht geschont, ja, wir haben ja durchgeballert. Irgendwann kam dann die Meldung, dass bald eine kritische Temperatur erreicht ist. Ich weiß nicht, wie die genau heißt, die Meldung. Und dann habe ich gedacht, okay, ist mir egal, wir machen jetzt weiter, ja. Dann kam es halt 5 Minuten später wirklich dann dazu, dass die Kamera überhitzt. Aber das war ein Punkt, an dem haben wir schon immer wieder mal so gesagt, hey, bald müssen wir schon mal eine Pause machen, ja, ich kann echt nicht mehr. Und dann haben wir eine halbe Stunde weitergemacht, ja. Und dann sagt ein anderer, hey, wäre schon mal Zeit für eine Pause, oder? Ah ja, komm, einmal fährst du noch. Und es ging halt irgendwie dann wirklich so ewig. Und dann hat die Kamera einfach gesagt, Jungs, jetzt müsst ihr eine Pause machen. Also so habe ich das empfunden. Also das Ich war hätte mehr nie die damit Kamera, die gerechnet, mit dass die euch so lange Gnade durchhält. hatte, als dass sie selber irgendwie Probleme hatte. Ja, also ich hätte nie damit gerechnet, dass die so lange durchhält. Wirklich nicht. Und das war wirklich einmal, dass das passiert ist. Dann haben wir eine Pause gemacht, haben weitergemacht, fotografiert, gefilmt. Es ist nicht nochmal passiert. Okay. Also, Gut, ich jetzt fand es habe ich auch krass. den Marvin hier gefunden. Er ist auch live da. Hi, Marvin. Und natürlich auch direkt mit Flammensymbol. Das ist natürlich auch symbolisch. Also, es war
brutal heiß. Aber ich war auch dankbar. Also wir wollten ja auch dieses Wetter. Vor allem wollte ich auch direkten Sonnenschein, weil es einfach auch mit den Schatten in der Bowl halt einfach unglaublich cool aussieht. Yeah. Ja. War mir schon wichtig, dass wir dieses harte Sonnenlicht auch haben. Ja. Marvin bestätigt das gerade nochmal und Dieter, um zum Vergleich zur XT4 zurückzukommen, die XT4 hat bei Hitze einfach abgeschaltet, allerdings nur bei Video. Also auch da der Vergleich, da scheint es dann auch gegenüber der Kamera einen Vorteil zu geben. Ja. So, jetzt habe ich eine ausführliche Frage hier von Dieter H. Entschuldigung, das ist sehr ausführlich, deswegen sieht man mich jetzt leider nicht mehr. Kannst du etwas sagen über das Autofokusverhalten beim Verfolgen von Personen, welche sich unter mehreren Personen befindet und das Wechseln von einer auf die andere? Da gab es kritische Berichte. Weißt du, ist rübergekommen, welche Situation gemeint ist? Ich glaube, ich weiß, was er meint, aber ich bin da nicht reingekommen in so eine Situation. Also da kann ich jetzt konkret nichts dazu sagen. Grundsätzlich gibt es ja ein Setting, das könnte man da mal testen. Damit definierst du, wie lange die Kamera es ignoriert, dass dein Motiv verdeckt ist. Ja, also wenn quasi jetzt, wenn ich mit der Hand vor die Linse gehe, wann soll sie auf die Hand gehen? Ja, du siehst jetzt, das geht in dem Fall relativ schnell. Ja. Und dass man sowas halt verlangsamt, das könnte jetzt so ein Setting sein, was da eine Rolle spielt. Aber ich hatte das nicht, von daher kann ich da jetzt nichts dazu sagen. Also ich war in der Zeit wirklich auch stark fokussiert auf das Projekt und ja, im Laufe der Zeit kommst du natürlich dann in alle möglichen Situationen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, gut. Vielleicht kommen wir mal langsam zum Thema Video. Du hast ja, vielleicht sag mal ganz kurz, in was für einer Qualität hast du gefilmt und wie wird dann das Material bei dir weiterverarbeitet, dass man das so jetzt nicht nur so aus Dafke irgendwie High-Qualität, sondern was machst du dann tatsächlich damit? Also ich habe, das Schlechteste, was ich eingestellt habe, war 4K mit 60 Frames. Also eigentlich habe ich nur zwischen zwei Settings. Das Schlechteste. Ich habe zwischen zwei Settings umgeschaltet. 4K mit 60 Frames und 4K mit 120 Frames. Mhm. Weil Vorteil mit 60 Frames ist halt, dass du Material immer auf zweifach Slow-Mo verlangsamen kannst. Auch wenn du es vielleicht im Voraus gar nicht weißt, dass du das später mal brauchst, ist es einfach gut zu haben. Und dann haben wir halt bestimmte Szenen halt nochmal mit 120 Frames gemacht, wo man halt auch immer berücksichtigen muss, da gibt es dann auch keine Tonspur. Deswegen haben wir nicht durchgehend mit 120 Frames gefilmt. Weil ich das in einem Video dann relativ wichtig finde, dass auch immer wieder Originalton dabei ist. Also das halt einfach mit zum Feeling dazugehört. Ja. Ich habe alles mit F-Log gemacht, also flaches Farbprofil. Um dann möglichst großen Dynamikbereich zu haben, kannst du später schön definieren, wo du Kontrast haben willst und wo du ihn halt nicht haben willst. Also alles sehr, sehr flach. Ich habe dann am Rechner Proxy-Medien erstellt, weil mit welchem Programm schneidest du? Bitte? Mit welchem Programm schneidest du? Mit Premiere oder Final Cut? Weil das den Schnitt einfach extrem beschleunigt. Also ich habe eigentlich einen relativ schnellen, relativ neuen Rechner, aber trotzdem ist es halt einfach mit den, vor allem mit dem H265-Codec quasi nicht möglich, auf irgendwie flüssig zu schneiden. Insbesondere, wenn du halt mehrere Ebenen, mehrere Spuren, vielleicht auch noch dann irgendwelche LUT drauflegst, also Farbtabellen und solche Kontrastgeschichten machst du. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz so ein paar Sternchen dran machen. Ich mache mal kurz einen Erklärbären. Also erstmal F-Log hast du genannt. Da filmt man, wie soll ich sagen, Material, was auf den ersten Blick matschig aussieht. Das ist sozusagen das RAW-Format des Filmers, weil man danach dann noch relativ viel dran machen kann. Das habe ich jetzt mal sehr kurz dann hast du gerade LUTs gesagt, das ist Abkürzung für LUT, Lookup Tables. Das heißt, ich sage mal sehr verkürzt, das ist so eine Art von Look. Also man kann dann irgendwie einen harten Look draus machen oder einen weichen oder herbstlich oder was auch immer, wo dann sozusagen eine Farbe der anderen zugeordnet wird. Also das ist sozusagen, wie wird der Farbraum verschoben? Das hatten wir und dann... Jetzt fange ich an zu heucheln hier. Erklär du noch mal, während ich gerade ein bisschen huste, wofür man Proxy-Medien braucht. Ja, also man muss halt immer berücksichtigen, Video braucht unglaublich viel Speicherplatz. Und
gerade bei schnellen Bildraten und bei hohen Auflösungen, wenn du beides zusammen hast, halt insbesondere nochmal, verdoppelt sich das, vervierfacht sich das. Ich glaube, in der höchsten Qualität, die man einstellen kann, waren wir, glaube ich, irgendwie bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie 600 MB pro Sekunde oder so. Also abnormal. Deswegen musste ich da wieder ein bisschen, bisschen runter. Ja. Und habe einfach einen hocheffizienten Videocodec genommen. Die Kamera kann den mit ihrem Prozessor einfach live verarbeiten, aber ein Prozessor, der halt im Computer drinsteckt, der ist halt nicht dafür gemacht und ist deswegen in solchen Aufgaben halt langsamer. Und da tut es halt gut, wenn man eine zusätzliche Videospur erzeugt, also jede Videodatei quasi nochmal komprimiert wird in einem einfacheren Codec, mit dem man flüssiger schneiden kann. Das heißt, das ist ein Prozess, den lässt du einmal durchlaufen, brauchst noch mehr Speicherplatz, das ist das Schöne dabei, aber du kannst halt einfach unglaublich schnell und flüssig dann schneiden. Und das habe ich gemacht. Das heißt, wenn du bei feinen Cuts stuckert das dann nicht so, sondern zack, ist sofort sichtbar, wie eine Transition oder irgendwie eine Skalierung oder so weiter aussieht und muss nicht lange rumeiern. Genau, und du musst halt nicht unbedingt auch zwangsläufig auf einer SSD arbeiten. Ja. Also mein SSD-Speicherplatz ist begrenzt. Ich habe da schon einen Bereich, wo ich dann Projekte auch abarbeiten kann. Aber wenn du halt einfach so viel ballerst, wie wir es jetzt hier gemacht haben, dann ja, hätte ich jetzt dafür nochmal eine 4 Terabyte SSD kaufen müssen und hätte dann trotzdem am Prozessor wieder den Flaschenhals gehabt. Und so kannst du halt einfach auf einer normalen Festplatte arbeiten und es flutscht. Genau. Und du schneidest das dann alles, weißt du, wie das alles aussieht. Hast zwar auf dem Bildschirm nicht die letztendliche Qualität, aber dann in dem Moment, wo du dann das Video renderst, so nennt man das dann, wird das dann in einer hohen Qualität sozusagen zusammengebaut, weil dann sozusagen von einem Proxy-Medium dann zurückgewechselt wird auf das hochqualitative Medium. Genau, also die Proxys, die habe ich in Full HD geschnitten, konvertiert. Das ist auch völlig in Ordnung zum Arbeiten und beim Export nimmt er dann die Originalmedien. Und er hat hier wirklich auf meinem 5K iMac für ein 30-Sekunden-Video hat er, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht für den Export. Ja, okay. Das muss man sich mal vorstellen. Also da kriegst du ein Gefühl dafür, wie schlecht der Schnitt laufen würde. Man kann es umgehen, indem man einfach einen weniger stark komprimierten Codec nimmt bei der Aufzeichnung, aber dann brauchst du halt einfach noch viel mehr Speicherplatz. Also es ist halt immer so ein Kompromiss, welchen Codec willst du nehmen. Und ich habe mich halt für den hocheffizienten Codec entschieden, weil der weniger Speicher braucht. Plus Proxy. Okay. Hier sind in der Zwischenzeit ein paar Fragen reingeschneit. Die können wir vielleicht noch kurz beantworten. Guido fragt erstmal, apropos F-Log, ist das F-Log 1 oder das neue F-Log 2? Ich habe F-Log 1 benutzt, weil das einen Tick weniger Rauschen hat. Das habe ich gesehen bei Gerald Andan, sehr cooler YouTube-Channel, der hat die H2S sehr technisch analysiert, hat Rauschen analysiert, hat die Log-Profiles angeschaut und sein Fazit war, wenn du den Dynamikbereich nicht unbedingt brauchst, dann F-Log 1, minimal weniger Rauschen. Und dann habe ich gesagt, sehr cool, vielen Dank, dann machen wir es damit. Aber letztendlich, ich glaube, das ist ein mikroskopischer Unterschied. Ja, also ich habe F-Log 1 benutzt und hat mir, was Dynamikbereich angeht, eigentlich gut gereicht. Und ich bin auch jetzt niemand, der sagt, oh mein Gott, da haben wir eine leichte Über- oder Unterbelichtung und das ist jetzt sofort ein Problem. Ich bin da auch relativ entspannt. Von daher, ich muss jetzt nicht die letzten Prozente überall rauskitzeln und ich weiß, dass ich mit F-Log 1 schon viel gearbeitet habe und dann war es für mich auch, sag ich mal, ein bisschen entspannter mit einem bekannten Log-Profil was zu machen, als jetzt da nochmal ein zusätzliches Experiment dann einzugeben. Wir müssen noch ein paar Fragen und die werden hier schon selber beantwortet. Julian fragt an, laufen die 4K120 mit Crop oder ohne? Bevor du was sagst, Andreas hat gesagt mit Crop und Julian sagt danke. Ich wollte jetzt nur alle drin teilhaben. Müsste ich tatsächlich auch nachgucken, solche Sachen. Also ich bin manchmal schon sehr technisch, aber manchmal vergesse ich auch die einfachsten Sachen wieder. Also ich meine auch 120 hat einen Crop, aber das ist auch nicht unbedingt ein Problem. Also gut, vielleicht manchmal ist es ein Problem, ja, ich weiß. Aber wir hatten wirklich so viel an Objektiven dabei. Das ist eine gute Überleitung. Die Doro fragt, was für Objektive hast du denn zum Filmen benutzt? Ja,
Natürlich habe ich dann, also ich habe erstmal alles eingepackt, was ich selber habe, habe dann aber auch nochmal mit Fuji Kontakt gehabt und habe gesagt, Leute, na, also die sagen ja von sich aus schon immer so, hey, brauchst du noch was? Was können wir dir schicken? Habe ich gesagt, okay. Das Luxusleben des Fuji X-Fotografers. Ja, das ist manchmal, also ich meine, ja, für solche Projekte ist klar, da kriegst du das Zeug natürlich auch. Also wir hatten dabei das 10 bis 24. Das habe ich sehr, sehr viel und sehr gerne benutzt, weil ich war auch immer sehr nah und der Marvin ist auch echt häufig direkt an mir vorbeigefahren und deswegen ein Ultra-Weitwinkel muss. Dann 23er, logisch, 1,4 in dem Fall. Ich habe einige Fotos mit dem 35er gemacht. Ich glaube, das 35er habe ich nicht für Video eingesetzt. 56, 1,2, ohne APD. 90er, auch ganz toll. Und ja, das waren so die ich am meisten benutzt habe. Okay. Ja. Gut, bleiben wir direkt beim Thema Equipment. Manfred fragt, hast du ND-Filter verwendet? Ich meine, du hättest das vorhin schon kurz erwähnt. Ja. Hast du sie erwähnt? Und du hast, vielleicht kannst du auch kurz erklären, warum verwendet man überhaupt ND-Filter beim Film? Ja, ganz wichtig. Also ein ND-Filter dunkelt dein Bild ab. Das musst du dir vorstellen, da sind wir wieder bei den technischen Themen. F-Log erhöht dein ISO. Ich weiß gar nicht mehr, was der niedrigste ISO war. Ich glaube, bei F-Log 2 war es sogar ISO 1200, irgendwie sowas. Ja. Und jetzt stellst du dir vor, du hast so eine helle Umgebung, du hast hellen Beton und Sonnenschein. Da musst du mit den Belichtungszeiten extrem kurz gehen. Und das würde im Video einfach nicht gut aussehen, weil deine Einzelbilder aus scharfen einzelnen Bildern bestehen. Und dadurch würde so eine schnelle Bewegung einfach abgehackt aussehen. Und deswegen brauchst du gerade bei schnellen Bewegungen im Videobereich eine gewisse Bewegungsunschärfe, damit das irgendwie auch fließt und normal aussieht. Und deswegen brauchst du längere Belichtungszeiten. Du kannst natürlich abblenden, aber du hast da so viel Licht, dass Selbstblende 22 nicht unbedingt immer ausreichen würde. Außerdem wollten wir den Autofokus testen und nicht alles abblenden. Also kurz und knackig, du brauchst einen ND-Filter. Du solltest mit einem ND-Filter filmen, wenn du so helle Umgebungen hast, damit deine Belichtungszeiten passen. Wie weit musstet ihr da runtergehen oder was für ein ND-Filter war das? Wir haben einen 5 Blenden, ich habe einen Vario ND benutzt. Darf man jetzt Werbung machen? Okay. Go ahead, los. ich habe den Nisi Vario ND benutzt, weil der wirklich sehr farbneutral ist. Also das ist ein typisches Problem von ND-Filtern, da ist zwar das Wort neutrale Dichte drin, aber die sind halt in der Regel nicht neutral, die bringen meistens wirklich einen Farbstich rein. Und das ist halt auch blöd, wenn du dann im Video vor allem Farbstich korrigieren, macht einfach keinen Spaß. Der war aber auch knapp, muss ich sagen. Also 5 Blenden hat nicht immer ganz gereicht. Ja, da muss man doch wieder ein bisschen abblenden. Also, ja. Ja, 5 Blenden ist schon Faktor 32, also wo du sonst irgendwie eine Tausendel hast, bist du dann bei einer Dreißigstel. Also das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Ist einiges, ja. Aber das ist auch wieder was, wenn ich es richtig im Kopf habe, wieder gegen F-Log 2 gesprochen hat, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist da der ISO noch höher als bei F-Log 1. Okay. Finde ich übrigens super spannend, irgendwie da mal jetzt so reinzuschauen, so diese ganzen Logiken, also du lässt uns ja ein bisschen dran teilhaben, wegen du was machst, welche Entscheidung und welchen F-Log und welches Format und so weiter. Das wird jetzt gerade, finde ich, sehr schön transparent. Also ich denke halt, das Ding ist, ich glaube, Fotografie ist immer irgendeine Art von Kompromiss. Du versuchst es zu optimieren, du versuchst das Bestmögliche rauszuholen auf technischer Seite, aber natürlich auch auf inhaltlicher Seite. Und dann merkst du, okay, ich könnte das machen, aber das macht vieles anderes so viel komplizierter oder ich brauche dafür so viel länger. Und ich gebe dir ein Beispiel. Diesen Filter, den musst du auf jedes Objektiv draufschrauben. Jetzt kaufe ich den ja nicht. Ich kaufe den ja nicht 8-mal. Also der ist ja teuer. Jetzt hat er aber jedes Objektiv einen anderen Filterdurchmesser. Das heißt, du hantierst dann auch noch mit Adapterringen, um diesen Filter zu wechseln. Jetzt nur, weil du die Brennweite wechseln willst, musst du wieder aus der Bowl raus, die Adapterringe holen oder dir bringen lassen, tauschen. Dann passt auch die Streulichtblende nicht mehr drauf, wenn diese Ringe drauf sind. Also ja, das ist alles
hat alles wieder auch Nachteile, weil es alles in die Länge zieht. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, wir können noch ein paar technische Themen haben wir noch. Ich habe mir einmal das Thema Custom Modes noch aufgeschrieben, das hast du schon mal angerissen. Da gab es noch eine Frage im Chat, das wieder It's Me Alex. Ich habe parallel zu Fuji noch Olympus, dort kann ich ein komplettes Custom Setting auf einen Knopf legen. Geht das bei der H2S auch oder geht das nur über das Wahlrad? Das geht nur über das Wahlrad. Also das würde ja auch das Wahlrad hinfällig machen, weil das ist ja auch mit der Grund, warum du die Funktionsweise oder die Arbeitsweise der H2S nicht mit einem Rädchen-Setup wie an der T2, T3, T4 darstellen kannst, weil es macht ja keinen Sinn, wenn die Kamera oben auf C1 steht, aber eigentlich läuft sie gerade auf C3. Weil du über einen anderen frei belegbaren Button irgendwie auf C3 geswitcht bist. Ja. Okay. Weil wenn man das so machen würde, theoretisch könnte man das ja machen, aber dann wäre es ja auch mit der Belichtungszeit schwachsinnig, wenn die auf einer 30stel benutzt wird, aber oben steht sie auf einer 1000stel. Ja. Also da brauchst du wahrscheinlich analog zur Belichtungskorrektur, bräuchtest du beim Custom-Setting noch sozusagen ein Custom-Custom-Setting. Wenn du das einstellst, kannst du es anderswo nochmal einstellen. Zum Überschreiben. Nein, genau, also, das ist dann so Benutzerführung from hell. Also das, was du oben einstellst, das gilt. Ja, okay. Also da würde ich selber auch komplett durchdrehen, glaube ich, wenn sowas gehen würde. Ja. Zamata schreibt, bei mir ist schon das fünfte Bier. Also falls hier ein falscher Eindruck entsteht, das ist immer noch das erste bei mir und ist alkoholfrei. Es ist nicht zu ertragen bei uns. Okay. Okay, also Alex schreibt dazu noch, nee, weil so kannst du in Sekunden umstellen und dann wieder zurück. Okay, Olympus macht auch schöne Kameras. Die sind, glaube ich, extrem konfigurierbar, was das angeht. Aber was Michael schreibt, so wie die XH2S konzipiert ist, ist das wirklich tatsächlich am sinnvollsten, das eben über das Modus-Wahlrad zu machen. Ja. Gut. Ich habe noch zwei Themen. Das eine ist das Thema Stabilisierung. Hast du damit Erfahrung gemacht oder ist das etwas, was du so in deiner Praxis einsetzt? Du meinst jetzt den IBIS? Den IBIS, genau. Kamerastabilisierung innerhalb der Kamera. Ja, logisch. Also ist immer an. Also war ja auch damals die H1 die erste mit dem IBIS bei Fuji, was für mich ein Argument war für die Kamera. Jetzt ist es natürlich nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem, also ja, ich fand, wobei man sagen muss, in dem Zusammenhang muss man sagen, einen Riesenunterschied merkst du vor allem aber nicht nur, weil der IBIS besser geworden ist, noch mal ein bisschen, sondern du merkst einen Unterschied vor allem, glaube ich, weil du viel weniger Rolling Shutter hast. Also Rolling Shutter heißt ja, der Sensor wird ja immer zeilenweise ausgelesen und eine schnelle Bewegung, die führt dann häufig dazu, dass so eine Diagonale sich bildet, obwohl dein Motiv eigentlich geradlinig verläuft. Ja. Und, oder verbogene Goldschläger oder Rotoren, das so der Rolling Shutter. Genau, so typisch so bei Rotoren zum Beispiel sieht man es sehr stark. Aber nicht nur bei Rotoren. Also wenn du einen Schwenk machst im Videobereich, bei einer Videoaufnahme, dann siehst du häufig, dass das Linien so abkippen. Genau, und das kannst du halt nicht stabilisieren. Und der Sensor jetzt in der H2S, der wird einfach viel schneller ausgelesen und deswegen hast du viel weniger diesen Effekt, diesen Rolling Shutter. Und das war für mich, ich glaube, dass das, was ich jetzt auch gesehen habe und wie ich die Unterschiede wahrnehme vom Video von der H2S gegenüber anderen Kameras, kommt zu einem großen Teil auch daher. Okay. Ja. Dann noch das letzte Thema, was ich auf dem Zettel habe, ist das Thema RAW und JPEG. Fuji hat ja irgendwie den Ruf, besonders gute JPEGs zu machen. Jetzt gibt es auch, noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder willst. Die XH2S kann jetzt ja auch High-Files raustun. Hast du damit schon mal gearbeitet? Also, es ist ja immer so, da sind wir wieder so bei diesen, theoretisch, was ist theoretisch sinnvoll und richtig und was machst du dann, weil es einfach sinnvoll war oder keinen Unterschied macht. Ja. Kurz und knackig, ich mache JPEG immer dann, wenn ich solche Jobs habe. Also ist echt kein Scheiß. Das ist total unintuitiv. Aber ich hab RAW und JPEG fotografiert, aber ich konnte die RAWs
mit keinem Tool öffnen. Theoretisch. Ah, weil neue Kamera und die. Genau. Genau. Und das war damals auch mit der XT3 so. Ich konnte die RAWs einfach nicht verarbeiten. Ja. Ich hätte Kamera auch von Fujifilm nicht irgendwie vorab schon so eine Pseudo- oder so eine Beta-Version eines RAW-Converters, der das kann? In dem Fall nicht. Der kam. Mhm. Theoretisch war es sogar so, dass, muss ich sogar widerrufen, theoretisch, es gab sogar eine Capture One Release, die schon die RAW-Files supported hat, offiziell, aber die gingen nicht auf. Und ich habe dann einfach auch keinen Bock gehabt, da jetzt ewig rumzutesten und habe dann einfach gesagt, Junge, verarbeite einfach die JPEGs, wo ist das Problem? Ja? Wir haben mit guten Settings fotografiert, wir haben den richtigen Weißabgleich, wir haben ein sehr gering komprimiertes JPEG, sodass du auch keine sichtbaren Artefakte hast. Also, ja, habe ich die JPEGs verarbeitet. Ganz einfach. Okay. Ist jetzt vielleicht habe ich beim XT3-Projekt auch gemacht. Ja, um das vielleicht nochmal ganz klar zu formulieren, das ist keine Empfehlung, als Profi mit JPEGs zu arbeiten, sondern einfach aus der Situation heraus, dass es einfach noch keinen RAW-Converter gab, der die Bilder aus der XH2S noch vernünftig verarbeiten konnte. Ich mache das immer dann, wenn es wichtig ist. Ich meine, weißt du, ich hätte natürlich, kann ich in die Kamera gehen und kann einen TIFF exportieren. Mhm. Aber es ist einfach, du bist da so im Flow drin, du hast dann hier deine, ich weiß gar nicht mehr, 4000, 8000 Bilder gemacht an einem Tag. Da guckst du die durch und dann markierst du die. Und während du die durchgehst und markierst, fängst du schon an zu spielen und bevor du es blickst, bist du schon mittendrin. Ja. Und dann gehst du nicht nochmal zurück und tust die Karte wieder in die Kamera und suchst dieses Bild, denkst, hey, das Bild sieht mega gut aus, ja. Und am Ende würde ich das für mich selber machen. Und ich sage das ja auch immer, ich bin auch großer Fan vom RAW-Format, ne? Aber wir hatten keine Probleme, wie jetzt, dass Schatten aufgehellt werden müssen oder dass das Licht da irgendwie ausgebrannt werden oder sowas, wo du jetzt wirklich sagst, da macht es natürlich auch Sinn, das RAW-Format zu nehmen. Gab es einfach nicht. Und insofern habe ich gesagt, nö. Bringt mir keinen entscheidenden Vorteil. Hast ja auch immer ein zeitliches Thema. Ne? Also das Ding muss ja auch schnell fertig werden. Genau. Im Chat ist es gerade ein bisschen ruhiger geworden. Zamata fragt, freut sich schon auf eine Schulung? Ich weiß nicht, vielleicht können wir mal ganz kurz Werbung für dich machen. Du bietest ja auch Workshops an. Sagt dir das was? Weißt du, wer da zu irgendeiner Schulung von dir kommt? Ich weiß nicht, wer Zamata ist. Aber also wir haben jetzt den nächsten Termin für einen Porträtworkshop im Studio. Ja. Wir haben jetzt vor kurzem fotografisches Sehen gehabt. Was haben wir noch? Grundlagen der Fotografie haben wir, ich glaube, Ende nächster Woche. Und dann gibt es noch ein paar Fototouren, die jetzt auch noch anstehen. Ja. Wir machen jetzt hemmungslos Werbung für dich. Ich habe gerade mal deine URL angemeldet. Kann gut sein. Alles klar. Also kurze Werbeeinblendung, so viel Zeit muss sein. Michael bietet auch Workshops an. Da waren auch noch einige Plätze frei. Ne? Das war jetzt eine ganz kurzfristige Sache. Aber ihr erlebt mich ja, wenn euch das gefällt, was er erzählt, dann man kann ihn auch buchen, er ist käuflich. Sowieso. Ich bin übrigens auch im Oktober, ist das, glaube ich, für Fuji in Hamburg. Fotopia oder? Genau. Okay. Muss mal gerade gucken, wann ist denn das? Ja, 13. bis 16. Oktober. Genau, ist genau, während ich im Urlaub bin. Ich schaffe es weder auf die Berlin Photo Week noch auf die Fotopia. Das ist, glaube ich, auch alles noch so ein bisschen bei mir Trauer immer noch um die Fotokina, die wir jetzt genau jetzt gerade, immer in den geraden Jahren im September, deswegen kann ich noch leider, ich bin noch in der Trauerphase, ich kann noch auf keine andere Fotomesse gehen. Ich hatte ja noch die Ehre, auf der letzten noch auf die Fuji-Bühne zu dürfen. Okay, ja. Ja, ich war, glaube ich, seit 1988 bis zur letzten, was war das, 2018, war ich auf jeder Fotokina. Wow. Ja, so alt bin ich schon. Okay. Anderes Thema, wollen jetzt ja nicht zu sehr hier abgleiten. Ja. Ich gucke nochmal auf meine Frageliste. Wir hatten einige Diskussionen auch im Forum, bevor das jetzt untergeht. Eine Frage von G. Scholz, der ist, glaube ich, auch hier im Live-Chat. Er hat gefragt, was mich würde interessieren, jetzt geht es ins Eingemachte, ob man seitens Fujifilm zufrieden ist mit den derzeitigen Fähigkeiten des AF oder ob man schon Nachbesserungsbedarf erkannt hat. Kannst du was sagen, was Fuji sagt?
Da weiß ich nichts dazu. Ja. Da kann ich, da, also da, da weiß ich nichts und nee, also keine Ahnung. Gibt es da ja die Frage, mich würde jetzt eher interessieren, wo die Frage herkommt. Also welche Probleme also es gab da jetzt. Das war, ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer Diskussion unter dem deinem Video, was du für Futschi gemacht hast. Das haben wir bei uns im Forum gepostet. Und da kam so eine Frage, schloss sich dann auch eine Diskussion an, was du denn jetzt tatsächlich wüsstest. Ich versuche dich jetzt mal nicht in Verlegenheit zu bringen. Ich kenne jetzt Fuji und viele andere japanische oder asiatische Kamerahersteller. Ich kenne auch einen sehr großen deutschen Kamerahersteller, beziehungsweise den einzigen noch verbleibenden Kamerahersteller. Da wissen die Ambassadors nicht unbedingt, was die Entwickler machen. Und bei japanischen Firmen ist dann nochmal ein Level dazwischen. Also du redest mit den Deutschen, die Deutschen reden mit den Japanern. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber die japanischen Kamerahersteller sind nicht so wahnsinnig auskunftsfreudig. Oder das machen auch die Deutschen nicht, dass sie transparent machen, was sie gerade entwickeln. Insofern ist das immer ein bisschen schwer. Insofern, ja. Ich habe auch lange keine Info gehabt, dass überhaupt, also eine offizielle Info, nicht mehr als jeder andere hat, ne, dass die Kamera überhaupt wirklich kommt. Ne? Ich habe auch nur Gerüchte hören sagen, man liest was, okay. Mhm. Aber ich habe das auch ziemlich kurzfristig erst erfahren. Ja, und insofern. Bei der nächsten Kamera wird ja alles anders. Wann kommt denn und sonst was? Ne? Und du denkst, hey, wenn ich was wüsste, dürfte ich es dir sowieso nicht sagen. Ja? Ja, oder ich müsste dich erschießen danach. Das ist so ein Standardspruch. Das stimmt. Auch wir kommen aber gleich noch, da hat sie jetzt ja ein bisschen was getan, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Ich mache mal schnell die zwei anderen Fragen, die wir noch haben. Ich muss das ist jetzt sehr komplex, Erfahrung mit hast du beim Continuous Autofocus, oder andersrum, ich lese mal vor, meine Frage zielt auf den Autofocus AFC mit den verschiedenen Tracking-Möglichkeiten. Hast du da Tipps, um Probleme zu motivieren? Ich meine, das Thema hatten wir schon mit unruhigem Hintergrund oder wie empfindlich das ist. Hast du damit mal experimentiert? Also ich muss sagen, dass die Standardeinstellung schon echt gut ist. Mhm. Ich hab, also, dass sie auch am Motiv bleibt, auch wenn es irgendwie Störungen gibt oder irgendwas dazwischen ist. Ja. Weißt, ich hatte ja auch da jetzt nicht so viel Hindernisse, die mir in den Weg kommen können. Also ich habe, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, habe ich die Verfolgungsgeschwindigkeit auf Maximum gestellt. Mhm. Ja, das war es im Prinzip. Also super wenig Probleme und auch kein Ausschuss. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt noch großartig was feintunen müsste, aber Situationen sind halt super vielfältig und da jetzt eine allgemeine Schlussfolgerung draus zu ziehen, welches Setting das Beste ist, das geht halt nicht, weil dann gibt es auch keine Möglichkeit, das zu verändern. Kann ich jetzt so pauschal tatsächlich gar nichts dazu sagen. Also ich würde es auch da wieder an Problemen festmachen. Ja. Deswegen bin ich immer so froh, wenn jemand auch ein Problem mitbringt, weißt du, nicht nur sagt, ja, manchmal ist nicht scharf. Und sagt, okay, hast du die Bildserie dabei? Nee, habe ich gelöscht. Ja, cool. Ja. Ja, das ist halt super schwierig, wenn das Problem gar nicht mehr zu sehen ist oder ich es jetzt in dem Fall einfach nicht kenne. Nee, kann ich nichts sagen. Okay, können wir leider nicht so viel zu sagen. Der User Bluestone fragt, kannst du die reine Bildqualität unter schwierigen Lichtbedingungen mit der X-T4 vergleichen? Hast du dir mal so ISO-mäßig ein bisschen ans Limit gebracht oder hast du da so eine Einschätzung für? Nee, habe ich nicht. Also wir haben tatsächlich immer sehr gutes Licht, viel Licht gehabt, also Licht ohne Ende. Eigentlich ja, wie man am ND-Filter ja schon dann auch gehört hat, eigentlich manchmal auch zu viel Licht. Kann ich keinen Vergleich machen. Es ist wahrscheinlich wirklich nur sichtbar, wenn du extreme Bedingungen hast. Also nochmal, ich habe diesen Vergleich nicht gemacht, aber das wäre so meine Interpretation. Wenn du extreme Bedingungen hast, extrem hohen ISO, und dann musst du wahrscheinlich auch ziemlich genau hingucken. Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, kauf die Kamera, weil sie eine bessere Bildqualität hat. Ja, okay. Oder weniger rauscht. Also es ist wahrscheinlich weniger Rauschen, aber ich glaube nicht, dass es ein Unterschied ist, den du sofort wahrnimmst. Mhm. Aber ich habe den Test nicht gemacht. Aber sehr gute Seite dafür, also auf DP Review gibt es ja dieses Studio Scene Comparison Tool.
Da ist, glaube ich, die H2S noch nicht drin, aber grundsätzlich ist das wirklich die Anlaufstelle, wenn du sowas vergleichen willst. Gut, DP Review ist sowieso echte Referenz, also die haben immer super Reviews, gut Ja. gemacht, technisch sehr kompetent, also die kann man wirklich, Genau. wenn man einigermaßen Englisch spricht oder den Fachsprech kann man sich relativ schnell drauf schaffen, also Ja. da sind, und die Bilder kann man auch ohne Übersetzer sich anschauen, das ist Genau, glaube und ich da kannst du halt schon. wirklich auch Sony X gegen Fuji Y nebeneinander, gleicher ISO-Wert, wie sind die Details, wie ist das Rauschverhalten, kannst du mega gut alles anschauen. Ja. Jetzt habe ich eine echte Gretchenfrage. Manfred Egyptian fragt, würdest du sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung ist? Das ist natürlich eine spannende Frage. Da sitzt du als Profi wahrscheinlich auch nochmal etwas anders drauf als ein Amateur, der ja, für den das ein reines Hobby ist. Ich meine, gut, wir wissen, was sie kostet. Wir wissen, dass das nicht wenig Geld ist, mal ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch ein Unterschied, ob du mit der Kamera nur Geld ausgibst oder ob du mit der Kamera auch Geld verdienst. Ja. Definitiv ein Unterschied. Aber trotzdem würde ich sagen, die Kamera leistet echt viel. Die ist in allem, was sie macht, verdammt gut, verdammt schnell, verdammt zuverlässig. Ja, ich denke, es ist angemessen der Preis, würde ich schon sagen. Ich meine, es ist trotzdem aber eine Kamera, die ich nicht jedem empfehlen würde, muss man auch sagen. Also es gibt einfach, die meisten, glaube ich, brauchen das nicht oder reizen es nicht aus. Ich glaube, dass viele einfach sagen, ich will es halt haben. Ja, ist geil, will ich haben. Ist auch ein Argument, man muss sich auch mal was gönnen, verstehe ich voll und ganz. Aber das ist halt dann einfach auch der Preis dafür. Und ich finde nicht, dass es jetzt übertrieben ist. Also ich habe schon auch erstmal gestaunt, wo ich den Preis gesehen habe, dachte ich auch, wow, okay, das ist höher, als ich jetzt gedacht hätte. Aber genauso überrascht war ich dann halt auch, als ich mit der Kamera auch gearbeitet habe, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das ist auch, die liefert halt auch ab. Okay. Ich habe jetzt eine schöne Frage von Thomas R., die auch eine schöne Überleitung ist. Blick in die Glaskugel. Wie ist eure Meinung zu dem neuen Weg, den Fuji mit dem Split von der Fuji XH2 und der XH2S geht? Ist das sinnvoll? Kurzer Disclaimer dazu: Die XH2 gibt es ja noch gar nicht, sondern die ist nur angekündigt, dass da was kommen soll. Insofern ist da Fuji von dem, was du gerade so angesprochen hattest, dass sie immer sehr geschlossen sind. Da kommt auch gleich eine kleine Andeutung dazu. Aber vielleicht erstmal zur Frage. Wir haben dann zwei Modelle, das machen andere Hersteller auch, sozusagen gleiches Modell, aber einmal Fokus auf Geschwindigkeit und einmal Fokus auf Auflösung. Also da wird, ich glaube, das ist schon offiziell, wenn nicht, dann ist es ein Gerücht, dass die XH2, die jetzt im September kommen soll, ich glaube 40 Megapixel hat. Du bist doch, also ganz ehrlich, man hätte sie ja auch XR1 nennen können, dann wäre es halt R für Resolution oder was auch immer, ne? Es ist ja nur ein Name und jetzt heißt sie halt, denkt man halt irgendwie, okay, jetzt haben wir zwei verschiedene XHs, aber es ist ja nur ein Name, mein Gott. Die Frage ist doch aber trotzdem eigentlich berechtigt und viele haben ja auch geheult und gesagt, ah, wir wollen mehr Auflösung. Ja, jetzt hast du sie. Willst du mehr Auflösung oder willst du mehr Geschwindigkeit? Und ich denke, da musst du dich halt fragen, was hat dir bisher wirklich gefehlt? Woran scheitert es? Und ich glaube auch persönlich, dass die Unterscheidung gar nicht so dumm ist, weil wenn du mehr Auflösung brauchst, ist jetzt auch eine Pauschalisierung, aber dann sind es häufig auch Motive, die nicht so schnell sind. Klar wäre es natürlich für solche Fotos auch schön, wenn sie mehr Auflösung hätten, aber ich habe nie persönlich das Gefühl gehabt, ja, dass das jetzt ein Problem ist, dass die beide XH heißen. Ja, finde ich nicht. Aber ich finde es schön, dass wir eine Kamera haben, die halt einfach jetzt ultra schnell ist. Und ich finde es schön, dass wir eine Kamera offensichtlich vielleicht bekommen, die halt Hypothetisch. eine höhere Auflösung hat. Warum nicht? Ja. Ja, also. Wie die heißt, ist für mich ehrlich gesagt tatsächlich Nebensache, muss ich sagen. Ja. Ich fange schon mal an. Wir müssen jetzt so langsam mal so rausgleiten, weil aber diese Steilvorlage, die ist jetzt zu schön, als dass ich sie nicht nutzen würde. Es gibt ja, das ist jetzt offiziell, es gibt am 8. September gibt es einen Fuji X Summit in New York. Und
Es ist nicht ganz fernliegend, dass man, dass zu diesem Zeitpunkt eine neue Kamera vorgestellt würde, vielleicht auch die, über die wir gerade gesprochen haben. Da wird sich's auf jeden Fall lohnen, sich den Abend freizuhalten. Also es ist schon offiziell, dass um 18 Uhr abends die Kamera vorgestellt wird in einem Fuji X Summit. Das war sonst immer nachmittags. Also es wird abends vorgestellt ab 18 Uhr und jetzt wird es exklusiv. Ich habe tatsächlich eine Einladung von Fuji nach New York, zusammen mit einem anderen Fuji X-Fotografen. Und wir werden versuchen, dann direkt danach so einen kleinen Recap zu machen. Wir suchen uns dann irgendwo ein stilles Plätzchen und werden dann die Kamera besprechen und werden dann die Kamera auch in New York ausprobieren. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig kompetent, aber ich werde dann meinen Chronistenpflichten nachkommen. Deswegen freuen wir uns, wenn dann sehr viele Leute A beim X-Summit dabei sind und wenn ihr dann auch zu unserem Recap und was wir dann noch so machen, das ist noch alles ein bisschen in der Planung, wenn ihr dabei seid. Dafür ist natürlich ganz wichtig und toll, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Werde ich gleich zum Schluss nochmal darauf hinweisen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die letzte Fragerunde. Hat noch jemand eine Frage an Michael oder so generell an die Diskussion? Dann wäre jetzt die richtige Gelegenheit, das die zu fragen, wenn ich gerade noch so ein bisschen weiterrede. Ja, Michael, haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas nicht gezeigt? Ich habe noch ein paar Sachen, wir können vor allem noch mal ein paar Bilder gucken, oder? Behind the Ich glaube, scenes da waren hast wir du noch ganz gezeigt, durch. ne? Kannst du auch nochmal Bilder durchblättern, ja? Das Genau. macht ja sowieso Freude, Bilder zu sehen. Man, Ja. deswegen haben wir alle Kameras, um Bilder zu machen, nicht nur zum Quatschen. Ja. Sollte man meinen. Ja, das, genau, das ist nämlich auch noch sehr wichtig, dass wir das machen, weil da sind noch einige sehr coole Bilder dabei. Also solche so weitwinkligen, stilisierten Bilder mag ich ja Da persönlich siehst sehr du ja schön auch gerne. jetzt die Schatten, von denen ich gesprochen habe, und auch hier so Ja, Gegenlicht. Ich finde es einfach ja. mega cool. Es wäre halt an einem bewölkten Tag einfach viel weniger intensiv, viel weniger Kontrast. Und deswegen war ich echt auch froh, dass wir so viel schwitzen durften und so viel Sonne hatten. Ja. Ich bin gerade mal ein, der Tatsächlich. Marvin hat sich gerade mal gemeldet. Er Oh, hat keine Frage Marvin. mehr, aber es war ein mega geiles Projekt. Insofern hast du ihn entweder sehr gründlich bestochen oder es hat ihm wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nein, Ich der tippe mal Marvin auf war von Letzteres. Anfang an extrem begeistert. Er hatte von Anfang an Ja. wirklich Bock. Und das habe ich tatsächlich bei vielen anderen, mit denen ich ein Gespräch hatte, echt vermisst, weil da denke ich mir, hey, ich biete hier ein geiles Projekt an, ja. Du kriegst geile Fotos und warum machst du dann nicht mit? Viele Ja. haben sich da wirklich auch gar nicht mehr zurückgemeldet und der Marvin, der hatte von Anfang an Bock und deswegen haben wir es dann auch mit Marvin gemacht. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen Bilder rum. Vielleicht kannst du zwischendurch auf der Tonspur was sagen. Da kommt die Frage Classic Chrome. Bezog sich das vielleicht auf die Bilder, die wir gesehen haben? Also, Ja, verwendest du so die Filmsimulation? also ich habe das bestimmt auch schon oft auf meinem Channel gesagt. Also Classic Chrome ist bei mir Standardeinstellung. Also Ah, okay, ja. nutze ich die ganze Zeit. Classic Chrome ist meine Lieblingsfilmsimulation. Und darauf basieren auch die ganzen JPEGs, die ich da geschossen habe. Das ist natürlich was dann natürlich, wir haben ja vorher über RAW und JPEG gesprochen, gleich eingebügelt wird. Insofern schon wichtig, dass man die Kamera so einstellt, wie man auch gerne fotografiert und den Bildstil hat, den man mag. Wenn wir schon dabei sind, ich habe die Shadows auf -2 und die Highlights auf -2, damit wir da einfach nicht unnötig Über- und Unterbelichtungen kriegen, dass ich im Nachhinein noch ein bisschen mit Kontrast spielen kann, wenn ich das möchte. Ja. Und ja, auch hier so ein bisschen, dann habe ich natürlich hier den Himmel noch mal ein bisschen abgedunkelt, um ja ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Da siehst du die Drama einzige Wolke Baby. am Himmel, Okay. ne? War schon heftig. Und ich habe halt natürlich auch wie hier, du siehst hier auch noch mal sehr gut in dem Bild, wie hoch das ist, ja. Ja. Ist natürlich durchs Weitwinkel auch noch mal betont, aber ich meine, da kriegst du natürlich auch richtig Geschwindigkeit drauf. Und ich habe das auch im Video gesagt, es ist nicht ganz ungefährlich und man muss sich da wirklich sowohl auf den anderen als auch auf die Kamera verlassen können, ja, weil Ja. wenn der Marvin halt falsch fährt oder ich falsch irgendwo stehe, dann knallt's halt und das tut am Ende beiden weh, auch Ja. wenn er einen Helm auf hat und das wollen wir natürlich vermeiden, also haben wir auch hinbekommen natürlich. Ja.
keiner zu schaden. Eine Frage habe ich noch von Guido, die ist natürlich auch interessant, jetzt nicht direkt zu den Bildern. Benutzt du die XH2S derzeit noch oder hattest du die nur für das Videoprojekt? Die habe ich im Moment nicht hier. Tatsächlich möchte ich jetzt auch noch mal abwarten, was noch kommt. Aber ich bleib ganz klar, ich habe das auch in einem Video gesagt, die H2S ist ein ehrenwerter Nachfolger. Also das, da hat Fuji wirklich an allen Ecken weitergemacht und hat eine Kamera gemacht, von der ich sagen kann, die kann mich durchaus begleiten, die kann alles, was ich brauche, die ist super schnell, die ist so schneller sogar, als ich es erwartet hätte. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Ding so abgeht. Ne? Und insbesondere muss ich echt sagen, im Alltag ist es eher der Autofokus, der das entscheidende Upgrade bringt und nicht unbedingt für mich jetzt in den meisten Jobs, die ich mache, ist es nicht die Bildfolge. Ja. Die 40 Frames pro Sekunde sind natürlich traumhaft, aber man denkt ja dann schon immer gleich an das Nachher. Ja? Und dann denkst du, boah, aber wohin damit, ja, und wann gucke ich das alles durch, ja, und, weil das natürlich dann auch in so einem Projekt geil ist, wenn du freie Arbeiten machst, wenn du mehr Auswahl hast, aber wenn du natürlich für einen Job denkst, dann denkst du ja auch irgendwie, okay, Zeit ist Geld, ich will nicht, wenn ich halt 40 Bilder pro Sekunde mache statt 10 oder 15, dann brauche ich halt auch einiges länger, also vielleicht nicht ganz linear, aber ich brauche einfach deutlich länger und da ist halt die Frage, schieße ich mir damit selber ins Knie oder versuche ich dann lieber mich zu reduzieren und bei so einer Abfolge vielleicht lieber nur ein, zwei, dreimal manuell drauf zu drücken an den vermeintlich richtigen Stellen oder ballere ich halt durch, ja. Aber das war halt einfach auch eine Materialschlacht und einfach auch klar, mega gut, weil du einfach viele Sachen nicht wiederholen kannst. Hier konnten wir sie wiederholen, aber vieles kannst du einfach nicht wiederholen und da ist es einfach ultra gut, so schnell zu sein. Also okay. Ja, im Moment habe ich keine, aber ich will das nicht ausschließen. Jetzt lass mal einfach so langsam die Kunden auch aus ihrem Corona-Schlaf erwachen. Ja, das muss man auch sagen. Und das Projekt ist jetzt auch noch nicht lange her. Genau, dazu habe ich auch noch eine Frage von Andreas Nolte. Kann man das Video schon sehen? Wir haben es tatsächlich jetzt schon in der Videobeschreibung verlinkt als YouTube-Video. Zwei Stück sind da drin. Genau, zwei sind da drin. Ich glaube, eine Kurz- und eine Langfassung, ne? Genau, also es gibt eine Kurzfassung, die geht 30 Sekunden. Das war auch die Aufgabenstellung. Kurz und knackig, 30 Sekunden, viel Action. Das ist das erste, der obere Link. Und dann gibt es noch ein zweites Video mit einem Statement von mir. Das geht dann so um die 3 oder 3,5 Minuten. Das ist der zweite Link. Das sind beide. Genau, da die Schnipsel, die ich euch gezeigt habe, die habe ich aus diesem Video auch rausgezogen. Mhm, genau. Gut. Es gibt jetzt noch weitere Fragen von Guido Scholz zu deinem Verhältnis zu Fujifilm. Ich bitte um Verständnis, wenn wir die nicht öffentlich hier diskutieren, weil ich glaube, dann werden wir in Kleve oder dann sieht man uns in Kleve nicht mehr so gerne, wenn wir sagen, wen man ansprechen muss, weil die Kollegen sind alle sehr gut ausgelastet. Da kann man mich gerne nochmal direkt anschreiben. Das kann ich dann ein bisschen genauer erklären. Gib doch mal die Handynummer durch. Ja, genau, alle Handynummern und ich weiß, wo du wohnst und so. Nee, machen wir lieber nicht, ich bitte um Verständnis, dass wir sowas erst mit Fujifilm selber absprechen würden, bevor wir hier Ansprechpartner öffentlich bekannt geben. Gut, ja, also das Video von Michael ist unten verlinkt. Wenn ihr weiter diskutiert, wollt, könnt ihr das natürlich gerne im Fuji X Forum immer machen. Ihr merkt, ich komme jetzt langsam Richtung Ende. Likes, ich weiß nicht, haben wir schon genug Likes? Wir hatten 100 Teilnehmer, 46 Likes, das ist mir zu wenig. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert. Wenn ihr Kritik habt, auch immer gerne her damit, gerne hier in den Kommentaren unten auf YouTube oder im Fuji X Forum natürlich. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn das klappt, ich bin da so ein bisschen unsicher noch, das wird alles sehr spannend, wenn wir das dann live, remote machen. Das wird natürlich alles sehr stressig, aber ich glaube auch sehr spannend. Deswegen bleibt bitte dran, abonniert den Kanal, falls ich es noch nicht erwähnt habe.
Und ja, bleibt bitte gesund. Habt viel Spaß beim Fotografieren. Gut Licht. Vielen Dank, Michael, dass du wieder dabei warst. Du bist jetzt der erste sozusagen Doppelteilnehmer, offizielle Doppelteilnehmer Fuji X-Talk. Und ich bin mir sicher, dass wir demnächst auch wieder Dinge miteinander sprechen. Jederzeit wieder. Und ja, schön, dass so viele da waren. Ging schnell vorbei. Aber ich war ein bisschen so skeptisch, ob wir das wirklich in eine Stunde irgendwie überhaupt unterbringen. Aber hast du nee, gut haben wir gemacht? Nicht geschafft. Hast du wir gut sind bei anderthalb Stunden. Oh. Ja, dann nehme ich das wieder zurück. Das Internet ist groß genug. Ich besorge mir jetzt gleich ein Bier mit Alkohol. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Ja. Vielen Dank nochmal, Michael. Vielen Dank. Tschüss nach Hause. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal entweder im Putschi-Forum oder hier wieder auf dem Kanal. Bis dann und tschüss. Schönen Abend.